Algeriens früherer Präsident Abdelaziz Bouteflika ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte das Büro des Präsidenten am Freitag mit. Bouteflika war zwischen 1999 und 2019 Staatsoberhaupt des Landes, hatte sich aber nach einem Schlaganfall 2013 nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Erst vor 2 Jahren war er nach wochenlangen Massenprotesten in Algerien von seinem Amt zurückgetreten. Kritiker warfen Bouteflika damals vor, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben zu können und zur Marionette verkommen zu sein. In der Vergangenheit konnte sich Bouteflika stets auf das Militär und einen inneren Zirkel aus anderen Veteranen des Unabhängigkeitskrieges von 1954 bis 1962 stützen. Im Westen galt er als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terrorismus. Ihm wird zugeschrieben, das Land nach dem Bürgerkrieg in den 90er Jahren befriedet zu haben. Die Kämpfe zwischen Islamisten und der Regierung forderten damals etwa 200.000 Menschenleben. Zuletzt hatten sich auch Verbündete von Bouteflika abgewandt.